Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zur Challenge Nummer 3, Folge Nummer 3. Ja, natürlich starten wir wieder mit der Pause. Ich habe mir auch wieder ein bisschen was überlegt zur letzten Folge. Punkt Nummer 1 ist, das hier ist natürlich eigentlich erstmal ein Blödsinn, weil wir brauchen dafür jemand, der Stufe 3 im Graben hat. Deswegen verwerfen wir das erstmal wieder. Außerdem müssten wir hier für bessere Zirkulation noch sorgen. Das können wir schon mal parallel machen. Der kann weg. Der kann weg. So, und dann wird es wahrscheinlich Sinn machen. Ja, wird hier irgendwas Spannendes sein? Keine Ahnung. Wäre halt nicht so schlau, da nicht zu gucken und dann ist da irgendwas, was wir brauchen können. So, dann habe ich mir überlegt, also es scheint ja so ein bisschen, wir haben ja jetzt den Mod Bigger Camera Zoom Out und wenn wir uns schon mal anschauen, wie groß dieses Startbiom alleine ist, ist es riesig. So, und wenn ich dann weiter rauszoome und nur mal kurz hier so ein bisschen nach oben fahre, kann man, glaube ich, erahnen, in welche Richtung das Ganze geht. Also, es ist riesig. Und deswegen habe ich mir überlegt, ob es nicht vielleicht Sinn machen würde, eine ganz lange Rutschstange hier irgendwo zu bauen. Damit wir diese riesigen Entfernungen, die hier ja scheinbar anlegen werden, so schnell wie möglich zurücklegen können. Ich weiß nur nicht, das ist so ein bisschen mein Problem mit dem Ganzen. Ob wir dadurch, dass wir das jetzt alles nochmal neu bauen müssten, sehr viel Zeit verlieren werden. Deswegen tendiere ich aktuell dazu, es nicht hier nachträglich einzubauen, aber im unteren Bereich hier und auch im oberen später, ja, das Ganze zu machen. Darüber hinaus hatten wir ja schon festgestellt, dass wir so ungefähr 28 Felder von rechts entfernt. Müssen wir das hier nochmal nach, es sind sogar so 29, aber es wird gehen. Ja, nehmen wir das einfach mal an. Also wenn wir das jetzt als Startpunkt wählen würden, dann würden wir hier im Schleimbiom landen. Dann gehen wir ein bisschen rüber. Vielleicht noch ein bisschen mehr, dass wir neben dem Albisalit hier lang kommen und bauen hier die nächste Leiter runter. So, dass wir quasi hier uns dann nach unten graben würden, um weiter zu erforschen. Ich hoffe, dass wir überhaupt Öl hier haben. Das ist ja noch so ein bisschen so ein Punkt, der überhaupt offen ist. Ja, also ihr merkt das selber, ich habe mehr Fragezeichen als alles andere. Außerdem würde ich das hier gerne abbrechen, weil wir sind jetzt moraltechnisch noch sehr gut aufgestellt. Das können wir später immer noch machen, dass wir anfangen aufzuräumen. Aber das möchte ich erstmal ignorieren, weil wir können ja auch hier, und da sind wir dann schon beim nächsten Punkt, wenn wir in die Forschung gehen, das Parkschild haben wir jetzt schon in der Reihe, dass wir dann hier ein Parkschild aufstellen und diesen Bereich hier wirklich komplett absperren. Soll heißen, da kommt eine Tür hin, hier kommt eine Tür hin, das muss dann eher so. Das gleiche hier. So, der kommt hier noch wieder weg. Und dann kommt auch da eine Tür hin. Und dann haben wir eigentlich diesen Bereich hier so weit abgesperrt, wie wir es brauchen. So, jetzt, ja, ich lasse schon mal langsam das Spiel jetzt wieder, ja, laufen. Ich komme mir immer so blöd vor, wenn ich sage, ich lasse es laufen, aber jetzt werde ich mir nicht mehr abgewöhnen können. Ja, dann ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass sich hier das CO2 staut. Also dafür müssen wir uns noch was überlegen. Und wir haben natürlich ein Bett zu wenig. Also wir haben nur 6 Betten, sind jetzt schon 7 Duplikanten, Tendenz natürlich steigend. So, dass ich dafür hier oben das nächste Schlafzimmer bauen wollen würde. Oder vielleicht sogar 2 oder 3. Schauen wir mal, dann gewinnen wir diesen Platz hier. Da können wir dann modernere und mehr Toiletten bauen. Und ja, das ist so ein bisschen das,
was heute passieren soll. Also gar nicht so der Riesenfokus aufs weitere Erkunden, sondern erstmal hier so ein paar Sachen schnell erledigen. Also das hier ist alles Prio 6 gleich. Das hier, der muss weg. Achso, dann noch was. Oxylit ist hier so zum Großteil schon verbraucht in diesem ganzen Bereich. Das heißt, wir müssten jetzt doch anfangen, Sauerstoff zu erzeugen. Das könnten wir einmal da machen. Vielleicht hier oben. Ja, gehen wir mal da nach oben ran. Dann brauchen wir Strom da. Und wir legen hier mal ein Stromkabel hoch. So. Ja. Stopp. Das wäre hier natürlich eine schlechte Idee, das so zu machen. Dann legen wir das Kabel mal lieber an dieser Seite hier hoch. Besser ist das. So, ja. Wir machen ein bisschen mehr Tempo. Da fehlt ein Ziegel. Wir haben einen Kolonieerfolg. Schauen wir uns einfach mal eben an. Bezahle die Rechnung. Achso, okay. Ja, ich wollte ja kurz ein bisschen Tempo machen, dass wir die ersten Sachen fertig kriegen. Achso, noch was, ich habe ja noch was vergessen. Wegen dem CO2 hier wollte ich die Räume ja ein bisschen umbauen. Mein Plan ist, das Ganze wie folgt zu machen. Außen viermal normale Ziegel. So. Und dann den Rest hier mit luftdurchlässigen Ziegel. Das gleiche werden wir hier auch machen, wenn wir oben die neuen Schlafzimmer gebaut haben. Weil wir dann hier ja, weil das Licht dann hier durchscheint. Das würde jetzt die Dupes beim Schlafen stören. Das wollen wir natürlich nicht. So, 5, 6, 7, 9, 10. Das ist unsere Raumgröße. Oh. So. Ja, wobei das Graben kann ich auf 5 lassen. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Weil die Dupes legen sonst natürlich lange Wege momentan zurück, ne? Die Tür hier, ne, die lassen wir auch geschlossen. Prio 7. Achso, das hier wird natürlich dafür sorgen, dass die dann nicht mehr runterkommen. Mach das doch mal von da aus, Conny, oder? Muss ich halt gerade ein bisschen aufpassen, dass die nicht auf der falschen Seite der Decke bleiben. So, das kann jetzt eigentlich nicht mehr passieren. So, das Graben hier unten ist noch der Auftrag drin. Hier auch, was haben wir hier nur? Okay. Ich check noch nicht so ganz, vor allen Dingen, wie dieser Asteroid entstanden ist. Das ist... Ja. Nach wie vor sehr, sehr viele Fragezeichen in meinem Köpfchen.
Miep, du bist in der Falle. So, und so. Dann können wir das hier drüber noch ausgraben, dann können wir nämlich das auch alles schnell bauen. Jetzt sind hier die ganzen Räume nicht fertig. Na gut, da müssen die jetzt einmal einen Tag anderswo essen. So, Fertigkeiten Hoven kriegt den nächsten Punkt in der Tragfähigkeit. Conny. Ja, schnelleres Bauen würde natürlich auch helfen, aber... Ja, brauchen wir überhaupt einen Mechatroniker? Ich mach das erstmal weiter. Wir können ja bei den nächsten Dupes ein bisschen mehr darauf achten, dass wir dann noch ein paar kriegen, die schnell im Bauen sind. Ja. Gehen wir nochmal über die Prioritäten. So, Bauen haben wir aktuell nur bei Conny. Ja, das müssen wir unbedingt ändern. Weil man sieht ja schon, ne? Bauen ist das, was, wo wir am deutlichsten hinterherhängen. Zyklen noch. Wir brauchen dann ein bisschen freien Platz zum Rand. Hier auch. Dann machen wir diesen Raum hier mit einem Schnarcherbett für Conny. Ja. Wie lange das dauert, die luftdurchlässigen Ziegel zu bauen, ne, im Vergleich zu den anderen. Nützt ja nix. So, das Graben da unten. Ah, hier sind wir jetzt mit dem Graben weiter. Okay, gibt es hier irgendwas Spannendes? Nee, nichts. Außer, dass wir hier auch überall die Ernte einstellen können. So, wie sieht es hier oben aus? Oh, da ist noch mehr. Da auch. Oh, da auch noch. Das klang gerade nicht so gesund, oder? So, jetzt haben wir hier schon mal die Türen hier können wir öffnen. Wir haben hier jetzt schon mal einen größeren Raum. Ach so, ich glaube, ich muss in den Prioritäten. Nee, umschalten habe ich schon hochgestellt. Okay. Die Tür hier können wir ebenfalls öffnen. Fehlen noch die Türen. Und das ist dann eigentlich gut, dass wir dann Speisesaal und Toiletten sehr nah beieinander haben. Vielleicht kommen hier später noch mehr Toiletten hin, weil es eigentlich so von der Reihenfolge her nach dem Essen ist meistens direkt der Toilettengang. Oder umgekehrt sogar, weiß ich gar nicht. Ist auf jeden Fall alles zeitlich sehr nah beieinander. Nee, wir lassen das so von der Reihenfolge. Machen
macht es vielleicht Sinn, einen von denjenigen, die wir schon hier haben, mit fürs Bauen zu nehmen. Ich habe überall schon die Punkte verteilt, oder? Ja. Oder? Ja, Puh hat den nächsten Punkt für super schwere Graben. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt durch Abyssalit auch durch. Nahrung steigt nach wie vor. Ja, wir haben halt hier noch echt viel Nahrung, die wir ausgraben können, ne? Das. Die Frage, ob wir überhaupt anfangen müssen, hier irgendeine andere Nahrung anzubauen. Vielleicht bauen wir sogar den Raum hier oben erst fertig. Weil das wird wahrscheinlich schneller gehen als der hier unten. Ja. So, wenn wir das jetzt gleich haben. Okay, hier sind wir schon soweit mit dem Graben. Dann mache ich hier mal die nächsten Aufträge rein. Können wir dort die auf der gesamten Breite ausgraben, weil da kommt ja die Leiter dann hin. Und dann haben wir hier auch ein bisschen bessere Zirkulation. Ja. So, das Bett ist für Conny. Wir haben dann 6 weitere, plus die werden gebaut. Okay, wir können die hier abreißen. Ich gehe hier auch. Ich gehe da gleich weiter durch. Erstmal eben schauen wir, wen wir jetzt bekommen. Kann nicht bauen. Das ist schon mal blöd, weil gleichzeitig schade. Nachteule und schneller lerne. Das wäre halt echt gut gewesen. Stärke gesenkt ist blöd. Narkoleptisch ist blöd. Das ist ja. Ich glaube, dann würde ich fast doch Ari nehmen. Ja. Ari nehmen. Schweres Graben. Dann muss halt der nächste Dupe jemand sein, der baut. Oder wir wechseln jetzt jemand von den anderen. Hassan, Woven, Lindsay. Mal eben gucken. Lindsay, Woven, Hassan. Hat jemand von den. Ne, Wissenschaft haben alle auf Null. Dann nehmen wir Lindsay stattdessen. Prioritäten. Das runter. Bauen hoch. Ja. Ist das jetzt, naja, ein bisschen besser ist es hier schon mit dem CO2. Wenn das hier gleich ausgegraben ist, dann haben wir das in diesem Raum, den wir jetzt aktuell gerade sowieso nicht nutzen. Dann wird es nochmal besser. Ach, das dauert so lange, die luftdurchlässigen Ziegel zu bauen. Und das muss ich versuchen, so weit wie möglich zu vermeiden. So, wir haben hier jetzt reichlich Magmatit, das heißt die nächsten Leitern, die wir hier jetzt bauen, die bauen wir hier dann auch aus Magmatit.
Ja. Naja, das können wir doch so lassen. Oh, wir haben keine Forschung ausgewählt. Das müssen wir mal direkt nachholen. Ja, die Tierzuchtsachen auf jeden Fall. Von dem brauchen wir, obwohl doch Erdgasgenerator können wir mal mitmachen. Wir haben ja einen Erdgas-Geysir da oben. Dampfturbine. Ja, die Transportsachen, das ist halt noch weit weg. Da würde ich wirklich erst lieber andere Sachen machen. Das brauchen wir noch nicht unbedingt, das nicht. Das machen wir auf jeden Fall. Das eilt auch noch nicht. Radiatorrohre, Radiatorgasleitung, jo. Das auf jeden Fall. Plus das im. Ah ja, Schutzanzüge, genau. Schutzanzüge ist auch ein Thema. Wir verlieren, glaube ich, viel Zeit dadurch, dass wir ohne Schutzanzüge unterwegs sind. Das möchte ich auch schon mal machen. Und dann Automatisierung. Ja. Da haben wir jetzt erstmal eine ordentliche Sammlung. Und dann wollte ich anfangen, nämlich einen Steinbrecher hier bauen. Damit wir da auch die ersten Sachen machen können. Ja, wir brauchen definitiv mehr Leute, die bauen. Das ist das, was uns überall aufhält. Kann ich nicht noch jemanden hier zu einem... Also Kerstin macht Forschung, das ist außen vor. Puh buddelt, das bleibt auch. Und Mie buddelt auch, das bleibt auch so. Hassan ist Koch, ich glaube, ich würde aus Woven noch jemanden machen, der... baut. Ich mache es mal zumindest eins höher, damit das Aufräumen hier auch hoch bleibt. Ja. Woven und Lindsay. So, eine Deckenlampe kommt dahin. Damit wir hier Licht haben beim Arbeiten. Das CO2 steigt jetzt von hier hoch, ne? Machen wir doch mal hier den Boden fertig. Dann können wir nämlich hier öffnen und das CO2 hier in dem Mittelschacht nach unten sacken lassen. Hier muss dann wieder dicht. So, und wir haben jetzt das Parkschild, richtig? Richtig. Das kommt dahin. So, Raumbonus. Ja, perfekt. Naturreservat, sehr schön. Das hilft uns jetzt nochmal mit der Moral, sogar deutlich. Steinbrecher. Nee, ich glaube erstmal, wir haben reichlich Aufträge zum Bauen. Hier die ganzen Rutschstangen und so weiter. Das sollen wir auch alles fertig werden. Ich mache daraus jetzt auch eine 5, dass das nicht weniger wichtig ist als der Rest. Ungültiger Konstruktor.
Von welchem Metallerz haben wir denn wie viel? Okay, das erübrigt sich eigentlich. Also wenn wir schon veredeltes Metall haben wollen, dann sollten wir Kupfererz nehmen. Ich fange mal einfach damit an. Eine Sache fällt mir gerade noch ein. Wir haben ja hier Platz. Da kommt ein Lagerbehälter hin. Wieso sind hier zwei Leute am Forschen? Oh. Das ist so nicht gedacht. Die langen Wege, das ist ein echtes Problem, weil wahrscheinlich kommt jetzt irgendjemand ganz woanders war hierher, um den Lagerbehälter gleich zu bauen. Oh, habe ich überhaupt? Ja doch, das habe ich angestellt, ja. Ja, hier wird es dann... Oh, Eisbiom. Okay, aber ab hier müssen wir dann tendenziell eher mit der Leitertechnik weitergehen. Da baut jetzt jemand den Lagerbehälter oder? Ja, eigentlich. So, den stellen wir jetzt auf. Auf Erde ein. Nur beim Aufräumen, dafür die Priorität ein bisschen höher. Und dann lassen wir mal. Ach, jetzt habe ich es schon wieder falsch gemacht. Lassen wir hier mal ein bisschen Erde aufräumen. Dann haben wir nämlich, dann werden hier nicht immer 19 Kilo von irgendwo hergeholt, sondern dann haben wir hier genügend, um das da reinzupacken. Perfekt. Dann können wir die Aufräumaufträge hier wieder wegnehmen. Schön. So, die Rutschstange hier oben ist gleich... Ja, das ist eigentlich die, die ich auf 4 hätte lassen können. Ne? Ich mache auch mal wieder aus dem Rest hier eine 4. Weil die Expansion nach oben ist das, was ich eigentlich am wenigsten schnell vorantreiben möchte. Wir gehen erstmal nach unten in der Hoffnung, Öl zu finden. So, hier erweitern wir noch mal. Ich glaube, ich brauche ansonsten auf die Moral erstmal nicht so ganz viel achten. Nee, das ist alles mehr als gut. So, hier an den Stellen, wo wir die Leiter fertig haben, können wir natürlich auch die wegreißen. Das gleiche hier plus den.
Ich würde ja am liebsten auch manche Stellen einfach rausschneiden, aber da das eine Challenge ist, nehme ich lieber komplett auf, um auch wirklich jeglichen Vorwurf abweisen zu können, dass irgendwas gecheatet wäre oder sonst was. Dann haben wir lieber ein paar Brücken drin, wo mal nicht so viel passiert. Anstatt dass ich mir hinterher vorwerfen lassen muss, ne? reicht das nicht vielleicht auch, wenn wir hier... Ja, das reicht garantiert, wenn wir 8... Wahrscheinlich wird sogar 6 reichen. So. Dann haben wir wieder was am Biodrucker. Und zwar... Nach wie vor suchen wir noch Leute zum Bauen. Also du bist hier komplett raus, das ist schon mal sicher. Hat auch Athletik gesenkt, kann bauen. Das gibt's doch nicht. Weißt du was? So. Bis dahin, was heißt bis dahin, an dieser Stelle könnte man es wieder ein bisschen anders machen, wenn wir jetzt hier noch genau eine Leiter bauen. Aber jetzt könnten auch die Leute die Graben wieder ran. Kommt auch schon jemand, oder? Nee. Ich überlege. Nee, erstmal höre ich auf zu überlegen. Wir machen nämlich jetzt Ende für die heutige Folge. ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Fortschritt ist überschaubar, aber naja, gut Ding will Weile haben, ne? Zyklus 19 sind wir schon. Das schmeckt mir ehrlich gesagt nicht so richtig, aber naja. Ja, schauen wir mal, was so in den nächsten Folgen passiert. Ich mache mir auf jeden Fall wieder Gedanken, was wir beim nächsten Mal vielleicht anders oder besser machen können. Und ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.